Autoplay bei YouTube-Videos und wie sich das auf die Statistik auswirkt. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Wenn ich einen YouTube-Video einbette, dann gibt es eine Möglichkeit, einen kleinen Hack, dass dieser gleich automatisch startet, wenn diese Seite geöffnet wird. Das heißt, ich muss also nicht mehr draufklicken. Geht allerdings nur bei PCs mit Microsoft-Installationen, Mac erlaubt das nicht. Trotzdem ist immer noch die Mehrheit. Das heißt also, ich komme auf die Seite drauf, der Video läuft automatisch ab. Genauso kann ich das auf meinem Kanal auch einstellen. Das heißt, wenn jemand auf einen Kanal draufkommt, YouTube-Channel, dann läuft das Video dort auch automatisch ab. Das erhöht natürlich die Viewzahl. Denkt man im ersten Moment, mindestens statistisch ist das nicht ganz so. Das schauen wir uns jetzt aber kurz anhand meines Channels an. Bin hier auf meinem Channel drauf, gehe kurz auf meine Kanalseite. Und Sie sehen, der fängt automatisch an zu laufen. Ich drücke hier auf Bearbeiten und ticke dann Videowiedergabe nach dem Laden des Kanals automatisch starten. Das ist also mal die erste Maßnahme. Denn der zweite Punkt, den ich erwähnt habe, wenn ich auf eine Seite draufkomme, die ein Video drin hat, ich mache hier einen kurzen Reload, dann startet hier, wie Sie sehen, der Video automatisch. Der läuft also sofort an. Jetzt müsste man denken, dass das die Statistik beeinflusst. Ich möchte jetzt aber kurz zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Wenn ich ja normalerweise, ich halte den mal an hier, normalerweise einen Video embedde, dann habe ich hier diesen Code. Gehe hier auf Teilen, Einbetten, so, kann dann hier noch Breite und Höhe und so weiter auswählen und habe hier diesen Code mit dem Frame und auch als Fullscreen Anzeigen möglich. Nun, da drin startet, das ist das Autoplay noch nicht vorhanden. Das muss ich jetzt da rein kopieren. Das geht folgendermaßen. Und zwar ist das hier, dieses Code-Schnipsel hier, Autoplay gleich 1. Ich mache dann immer noch gleich das Transparent rein, denn wenn zum Beispiel, weil das ja Flash ist, wenn irgendein Menü davor ist, dann wird das Menü transparent. Das heißt, ich sehe nachher den Video trotzdem noch, würde ich also auch empfehlen. Ich nehme diese beiden Stück Code hier, gehe wieder zurück und haue hier hinten an dem URL rein. So, dann kommt hier dieses Fragezeichen, das mit dem Transparent, und dann vor allem hier, dieser Teil, der ist wichtig, Autoplay. Und ab nun läuft dieser Video, wenn ich ihn jetzt so auf einer Webseite einbette, automatisch ab. Also dieser Code-Schnipsel, ich habe es hier nochmals, kommt hinten ran. Nicht vergessen, das Fragezeichen nach dem URL, den YouTube uns aus dem Embedded-Code rausgibt. Nun, was hat das für eine Auswirkung auf die Statistik? Das habe ich dann erst nachher herausgefunden. Ich habe hier einen Video, der eingebettet ist, der wird so täglich oder wurde eine Weile lang um die, sagen wir mal, 80 bis 70, 80 Mal geschaut. Das hat recht gut funktioniert. Dann habe ich genau diesen Video mit diesem Auto-Play-Teil eingebunden. Und dann sehen Sie, dann bricht das Ganze zusammen. Der Video wurde aber nicht weniger geschaut. Das konnte ich nachvollziehen. Das war auf unserem Blog und der Blog, die Seite, auf dem der Video eingebunden war, hat exakt genau gleich viele Views gehabt. Das heißt, es müsste eher noch mehr gewesen sein. Das heißt, YouTube straft mich hier irgendwie ab. Kann natürlich sein, dass das lästig ist, wenn ein Video gleich anfängt zu laufen, wenn es dann mehrere Videos auf einer Seite hat. War in dem Fall eben nicht so. Trotzdem habe ich das gehabt und dann habe ich das wieder zurückgestellt und bin wieder ab dem Datum hier, dem 5.5., bin ich wieder auf nicht Autoplay gegangen. Das heißt, ich muss wieder Start drücken und prompt schnellt mir die Statistik wieder in die Höhe. Ob es hier einen wirklichen Zusammenhang gibt, kann ich natürlich nicht nachweisen. Direkt sieht man es hier in der Statistik. Ich werde das weiter verfolgen. Es würde mich natürlich vor allem interessieren, wie ihr das handhabt, ihr YouTuber, die das auch so einbindet. Ist das wirklich so, dass ich mit Autoplay eine verfälschte Statistik kriege? Denn der Video wird sicherlich mehr geschaut in dem Fall. Das heißt, Views habe ich theoretisch mehr, aber die Statistik zeigt mir die eben nicht an. Das würde mich wie immer in den Kommentaren interessieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.